Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ein kurzes Video, ein kleiner Link, der hier drunter drin sein wird. Leute, es ist blanker Hohn, was mittlerweile diese Politik mit uns hier veranstaltet. Man versucht, sich rauszureden. Man versucht, immer die Verantwortung von sich zu schieben. Und ganz ehrlich, Leute, auf der einen Seite malträtiert man uns hier mit Delta-Variante, pipapo. Und auf der anderen Seite achtet auf die Politiker in dem Clip, den ich euch hier drunter verlinke. Es ist blanker Hohn, was die schon wieder mit uns hier veranstalten. Laschet versucht sich rauszureden. Er will alles auf Bundesebene und so weiter klären. Wir reden mittlerweile über 3 Wochen, die das Ganze schon her ist. Und es kommen immer noch keine Hilfen an. Es hieß, schnelle, unkomplizierte Soforthilfe. Haben wir nichts von gesehen. Ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die betroffen sind aus den Bereichen. Und man kann Anträge stellen. Ja, ist ja geil, wenn die Leute dann die Anträge sich auch ausdrucken könnten. Oder wenn die dann in die von der Stadt in den betroffenen Gebiete gehen würden und mit den Leuten sprechen, pass mal auf, ne, hier habt ihr den Antrag, füllt den aus, wir nehmen den mit, wir bearbeiten das so schnell wie möglich. Nichts, nada, nothing. Und es ist einfach nur noch blanker Hohn, was hier läuft. Und ich hoffe, dass die Menschen, die davon jetzt wirklich betroffen sind, sich im September ganz genau überlegen, wo sie ihre Kreuze hinmachen. Weil das, was hier läuft, ist politisch vollkommenes Versagen. Es fängt an mit den Warnungen und so weiter. Das geht von der Kreisebene, von der städtischen Ebene bis nach oben hin zur höchsten Behörde geht das durch. Es ist ein blankes Versagen in ganzer Linie. Und das zeigt sich jetzt. Achtet, wie gesagt, guckt euch den Clip an, der ist von Bild, habe ich hier drunter verlinkt. Bis zum nächsten, euer Mike.